Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aufnahme Let's Play Minecraft Pocket Edition. Jo, ich bin vom Tempel zurückgelaufen, hat eine Ewigkeit gedauert, hab nichts wirklich versäumt. Die Map ist ein bisschen merkwürdig, es waren zwei Dörfer nebeneinander, wieder keine Dorfbewohner. Ich habe ein bisschen Kartoffel gelootet, ich habe hier meine Weltsachen, ich habe hier mal ein bisschen nach hinten gebaut, um ein bisschen System einzubringen, Stein und so weiter, Essen, Grünzeug und eben auch Kartoffel, was ich bei den Dorfbewohnern gemopst habe, wobei keine Dorfbewohner waren. Hier Sondersachen, Bücher, Dynamit, Wolle und so weiter und so fort. Und hier noch Grünzeug und Holz. So, und jetzt, gut, es ist nicht Nacht, wir können raus. Hier hinten sollte eine Höhle irgendwo sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Hier oben fliegt eine Fledermaus. Also es ist komisch, ich bin auch zu einem Team gekommen, zu einem Dungeon, einem richtigen Dungeon, wo Schienen und so weiter und so fort sind. Das Zeug war oberirdisch. Also nichts mit Höhle, das war oben. Das lag einfach so am Boden. Ging auch dann ein Stück tiefer, aber ja. Kiste habe ich keine gefunden. War schon schräg. Gut, dann habe ich jetzt Essen mit. Jo, hat er. Gut, ich bin eigentlich soweit ganz gut ausgestattet, nur Fackeln habe ich. Seht ihr? Creeper, Creeper. Fackeln habe ich ein bisschen wenig. Ist hier Wasser oder geht hier eine Höhle rum? Ja, Wasser. Aber Eisen. Wo ist der Creeper? Wo ist der Sack? Na dann wollen wir es mal riskieren. Fliegt das runter? Schön. Gut. Dann holen wir uns mal ein bisschen Eisen. Eisen brauchen wir viel. Alles bei Minecraft braucht irgendwie Eisen. Das ist alles, was halbwegs Qualität hat. Deshalb brauchen wir auch viel Eisen. Gut, dann schauen wir mal, wo diese Höhle ist. Weil ich habe hier drüben irgendwo einen gesehen. Nein, das ist alles nur das Wasserzeug. Irgendwo war da eine, irgendwo war da eine. Nicht sowas, da war eine richtige. Mann, die Creeper gehen mir so auf den Geist. Wasser. Ich will eine Höhle, wo wir ein bisschen buddeln können. Aber meine Orientierung, also ich bewundere da echt Cloud und Bobby und so weiter, die springen von ihrer Base weg, bam bam bam, suchen herum und bam, sind wieder zu Hause. Die kommen immer wieder nach Hause, wenn ich das mache, hey, ich. Schönen Gruß. Aber hier schaut's doch schon mal ganz gut aus. Gut, ich setze die Fackeln immer links, denn dann weiß ich, wo ich hin muss, damit ich raus von... Hey, hier ist massig Kohle, das ist schön. Jetzt will ich gerade schauen, weil ich höre da irgendwo ein Skelett. Ja, wir holen uns mal die Kühle. Bam, bam, bam. So. Ich höre da irgendwo ein Skelett. Ein bisschen Kohle muss sein. Wir brauchen ja auch Fackeln und unser Ofen hat auch nichts mehr zum Feuern. Deshalb. Ich höre da ein Skelett. Die Spitzhacke hat auch gleich hinüber, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben ja vorgesorgt. Okay, ich habe vorgesorgt. Haha. Gut. Ja, ich probiere jetzt mal ein bisschen an der Musik herum. Ich werde jetzt immer ein bisschen andere Musik einschalten. Ihr könnt mir gerne unten einschreiben, was euch so gefällt bei einem Let's Play, was euch anspricht. Soll es eher in Richtung chilliger Musik gehen, Orchestermusik, Jump Style? Nein, Dubstep. Oh, meine Güte. Hey, werdet mal so alt wie ich. Oder wollt ihr mal was rocken? Geht das überhaupt mit der? Das geht doch gar nicht. Wohl,
Das muss gehen. Doch, doch, das geht. Schön. Dann schauen wir mal weiter nach unten, was uns da erwartet. Okay. Fackel links, dann finden wir zurück. Okay, Wasser, das werden wir gleich zubauen. Oh, Eisen. Eisen müssen wir noch freilegen. Da spült es eh raus, das geht gut. Zack, zack, zack. Haben wir alles? Nö, da geht es noch weiter. Gut, schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Ja, komm schon, komm schon. Und dann bauen wir mal da fix zu. Und gut. Wasser ist weg und wir schauen mal weiter, wo wir hier hinkommen. Ich höre da immer ein Skelett. Irgendwo muss da ein Skelett sein. Bei meinem Glück auch gleich ein Spawner. Ah, ich sah einen Creeper. Creeper, Creeper. Hallo, my friend. Ja, komm. Bompti, Bompti. Ey, die... Da bist so weit weg, die machen ordentlich Schaden auf dieser Distanz. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ja, 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 ja. Komm. Mach jetzt kein Wind. Und tschak, tschak, tschak. Ah. Oh, massig Kohle. Und Eisen. Okay, alles mit der Ruhe. Jetzt mal ordentlich ein Auffarmen geben. Ich glaube, das war das Skelett, das ich die ganze Zeit gehört habe. Entschuldigung. Bam, bam, bam. Ja, und da ich eben durch aufnehme, also voraufnehme, vorproduziere, kann ich auch nicht auf eure Kommentare eingehen, aber ich lese sie natürlich und werde auch so und aua, aua. Ja, gut, werde natürlich auch so gut es geht beantworten und dann auch bei der nächsten Aufnahmesession drauf eingehen. Aber leider ein bisschen alles mit Zeitverzögerung eben, da es mir leider unter der Woche einfach nicht möglich ist, aufzunehmen und zu schneiden und das Ganze hochzuladen. Derzeit nicht möglich. Aber die Zeit wird wieder kommen, da wo ich mehr Zeit habe und dann kann ich einfach ordentlich jeden Tag eine Folge rausbringen und jeden Tag eine Folge aufnehmen. Dann ist auch nicht so viel, weil ich nehme jetzt die vierte oder fünfte, keine Ahnung, Folge auf. Und im Anschluss werde ich dann noch das Ganze schneiden, rendern, Thumbnails erstellen. Das heißt, ich sitze heute, jetzt haben wir es bei mir Samstag um 10:55 abends. Ich sitze, bis ich das alles habe, garantiert bis 4 Uhr morgens. Aber, mei, stört mich nicht. Mache ich gerne, macht auch Spaß. Eisen, Eisen, Eisen. Gut, da sind wir schon mal richtig gut ausgestattet. Ich habe ja auch von Tempel ein bisschen Gold erhalten. Da habe ich mir gleich eine Hose und einen Helm gemacht. Sieht zwar ein bisschen kacke aus, das Goldzeug, aber für was soll ich sonst das Gold verwenden? Ah, die Höhle, die macht ordentlich was hin. So, was sollen wir denn dann als erstes bauen? Wir könnten mal ein Backsteinhaus bauen. Habe ich noch nie gebaut. Aber könnten wir mal probieren, was dabei rauskommt. Wäre vielleicht ganz interessant. So richtig schön. Backsteinhaus. Mit einem Holzdach. Ja. Vielleicht ein bisschen aufwendiger. Nicht nur so schachtelmäßig. Mal schauen. Da fällt uns schon was ein. Weil Lehm hätten wir in der Nähe. Aber da brauchen wir viel Lehm. Müssen wir halt mal auf Lehmtour gehen. Aber ich glaube, das wäre ganz gut. So, wo geht's hier noch hin? Hier ist nix. Einmal nix, einmal umsonst. Da ist auch nichts. Da oben ist noch Herr Kohle.
noch mehr her, Kohle. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Die Spitzhacke hat es auch bald hinter sich. Gib sie mir gleich. Das war's? Jawohl. Schöne Sache, schöne Sache. Gut, gut, gut. Wo geht's denn hier noch hin? Einmal ins Nix. Der Weg war umsonst. Zack, zack, zack. Und wieder zurück. Fackeln rechte Seite. Also kann schon nichts mehr schief gehen. Das ist mir das Liebste. So, da bin ich hergekommen. Da gehe ich hin. Einmal Licht. Dass ihr auch was seht. Ich habe die Helligkeit sowieso auf volle Pulle eingeschaltet, dass ihr einfach mehr seht. Sieht zwar anders ein bisschen schöner aus, aber was bringt das schöne Aussehen, wenn ihr im Endeffekt dann vom halben Video nichts mitbekommt, weil ich einfach keine Fackel platziert habe. Ich höre ein Skelett. Wo ist er? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Okay, das können wir doch irgendwie zubauen. Hm? Gut. Das wäre das. Hier brauchen wir. Einmal dies. Ach. Ah. Experimentos. Jetzt. Wasser aus. Schön. Da können wir da runter. Aber da ist ja auch wieder Sackgasse. Die männlichste aller Gassen. Gut. Und du Kacke. Mit dem habe ich jetzt nicht gemacht. Erstmal hier lassen. Ich glaube auch, dass wir fürs erste Mal ganz gut ausgestattet sind. Wir können natürlich noch einen Sprung runterschauen. Aber ich bin jetzt nicht auf Diamantenjagd. Aber neugierig bin ich schon. So, noch schnell die Kohle abgekratzt. Und dann schauen wir mal in die Tiefen. Da vorne wäre auch noch eine Menge Kohle, aber wir können uns ja noch ein bisschen behalten. Gut, einmal. Die letzte, die habe ich schon aus dem Eisen gemacht, was wir im Tempel gefunden haben. Also, die Kohle noch gar nicht. Zack, zack. Und dann schauen wir mal runter, was... Servus! Schauen wir mal runter, was da unten so los ist. Sterben wäre jetzt nicht so gut. Nehmen wir, gehen mal ganz runter. Aber das Eisen will ich schon mitnehmen. Jetzt kommt gleich ein Creeper. Dann hältst du den. Wow. Das ist mal eine ordentliche Spalte. Ja, das funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Mann. Gut, gut, gut. Und unten wartet schon die Lava, schätze ich mal. Da ist noch Eisen. Schauen wir mal da ums Eck, was da so los ist, aber da sind die aber, glaube ich, noch zu hoch. Ja, grunzen geht's auch schon wieder. Gut, ja, hier war Eisen. Ich wusste doch, ich habe da was gesehen. Ich höre eine Spinne, ich höre einen Zombie. Und zwar ziemlich nah. Hm. Da gibt es noch ein bisschen Kühle. Die nehmen wir mal mit. Ah. Vor einem Zombie. Hier bist du also. Hallo. Oh mein, so ein kleiner penetranter Baby-Zombie-Arsch. Ab.
Gut, dann haben wir einen Duft gegraben. Redstone, Lava. Wie finde ich da jemals wieder zurück? Einmal. Fuck. Ich bin schon wieder über der Zeit, über der Zeit, über der Zeit. Okay, 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 okay. Lapis Lazuli. Einmal für mich. Ich finde das Nature Texturen Paket sehr ansprechend wirklich. Das gefällt mir gut. Wo geht's? So schnell könnte es vorbei sein. Aber die Neugierde ist ein Luder. Schauen wir mal hier schnell zurück, bevor ich die Aufnahme beende. Sollte wer Diamanten sehen, bitte hier schreien. Aber ich glaube, das Glück ist uns heute nicht hold und wir sind ja auch nicht auf Diamantenjagd. Nein, ich darf nicht so weit laufen. Ich finde niemand wieder zurück. Ist ja auch egal. Muss ja jetzt nicht sein. Okay, okay, okay. Und jetzt ist schon wieder, ne? Da geht's zurück. Ja. Hopp, 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 hopp. Komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Gut. Oh, unter Wasser. Ich sag mal, ich beende die Aufnahme hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank, dass du bis hierher durchgehalten hast. Ich wünsche dir natürlich wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Euer Sari.